Ja, hallo meine Kaloriensparer und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute mal wieder mit einem neuen High-Protein-Produkt. Ja, Leute, und zwar haut Aldi jetzt auch mal wieder High-Protein-Produkte raus. Es gibt ja schon mehrere Puddings, sage ich mal, mit High-Protein. Mein Gott, habe ich das so oft jetzt schon gesagt? Ja, Leute, es ist so, es gibt immer mehr High-Protein-Produkte und ich habe jetzt hier auch mal ein neues für euch im Test. Und zwar gibt es, wie gesagt, von Aldi jetzt auch einen neuen High-Protein-Grieß-Pudding. Ja, wir haben hier einmal einen großen Becher von Lidl, gibt es hier auch, allerdings in so 200 Gramm Bechern. Wir haben jetzt hier einmal 500 Gramm, also ihr seht hier schon relativ groß. Es gibt diese Sorte auch nochmal mit Zimt. Ich habe jetzt hier einmal den normalen puren Grieß-Pudding für euch im Test und füll das jetzt hier auch mal, ja, in so eine kleine Schale, um euch die Konsistenz einfach mal zu zeigen und bin auch schon sehr gespannt, wie er schmecken wird. So, ich habe ihn jetzt für euch mal hier in eine kleine Glasschale gefüllt und ihr seht richtig schön, das ist eine richtig tolle Konsistenz, ja, wie Grieß halt sein soll. Er ist richtig schön dick von der Konsistenz, überhaupt nicht wässrig oder flüssig, wie der von Dr. Oetker, der Grießpudding. Das ist ja wirklich nur ja, so eine flüssige Masse. Hier haben wir richtig schön dicken Grieß und ich bin schon mal gespannt. So Leute, High Protein, probiert es einfach mal aus. Ich habe jetzt hier den normalen puren Grießpudding. Wie gesagt, es gibt ihn auch noch mit Zimt. Man kann sich aber auch einfach den normalen kaufen und da selber Zimt drüber machen. Also das macht jetzt wirklich keinen Unterschied. Und es schmeckt auch noch besser, weil dann der Grießpudding nicht komplett mit Zimt durchzogen ist, sondern nur eben der Bereich, den ihr auch mit Zimt würzt. So, ich probiere ihn jetzt einmal. Und wie gesagt, sehr schön dickflüssig. Na, was heißt flüssig? Er ist einfach sehr dick von der Konsistenz, wie auch ein Grieß sein soll. Und man schmeckt auch das Grieß. Bei dem von Dr. Oetker, der ist ja einfach nur, da schmeckt man noch nicht mal richtig die Körnchen. Die sind hier richtig schön vertreten. Und das Ganze hier schmeckt echt extrem nach Vanille. Also steht drauf purer Grießpudding, aber man hätte auch Vanille draufschreiben können. Also sehr krasser Vanillegeschmack. Stört mich jetzt nicht. Ich mag ja Vanille sehr gerne. Aber auch sehr süß. Und ich finde auch nicht, dass man jetzt schmeckt, dass es ein High-Protein-Produkt ist. Weil es ist sehr sahnig, sehr vollmundig. Man schmeckt jetzt nicht irgendwie, man denkt jetzt, oha, da ist kein Zucker drin, wenig Fett, dass es jetzt so ekelhaft nach Magerquark schmeckt. Nein, er ist richtig schön sahnig und süß. Und echt ein toller Grießgeschmack. Finde ich gut. Ist gut gelungen. Ich mag den von Lidl jetzt aber noch ein bisschen lieber. Der ist auch sehr schön dick von der Konsistenz, hat aber noch mal mehr so einen etwas sahnigeren Geschmack. Der hier geht mehr in die Richtung Vanille. Trotzdem sehr lecker. Auf einer Skala von 1 bis 10 9 Punkte. Probiert auch gerne die Sorte mit Zimt. Schaut bei euch, ich habe sie jetzt, ich habe hier jetzt nur Aldi Nord. Ich glaube, es gibt sie nur bei Aldi Nord. Probiert sie gerne aus. Abonniert hier oben gerne meinen Kanal und wir sehen uns. Tschüss!